Hi und herzlich willkommen zum Vortrag von Michaela und L3D, Quietscheentchen Ahoi, Abenteuer und Geschichte vom schwimmenden Entenland. Viel Spaß! Ja, hallihallo, schön, dass ihr alle gekommen seid. Wir beide möchten euch etwas zu dem Thema Quietscheentchen erzählen. Das hier ist Michaela. Ja, ich stelle mich mal kurz vor. Ich bin ein Mensch des Chaoses, würde man fast sagen. Sollten da nicht Slides sein? Slides wären auch cool. Okay, wir haben noch keine kleinen technischen Probleme. Und oh Wunder, da sind Slides. Jetzt habt ihr die schönste Zeit verpasst, aber das ist nicht schlimm. Bleiben wir bei der Slides. Ich bin Reisende, hänge sehr viel auf solchen Veranstaltungen rum. Und wenn das Motto einer Veranstaltung mir so gut gefällt wie auf der MMCD, reiche ich auch interessante Vorträge ein und habe mir einen sehr passenden Speaker besorgt. Jetzt darfst du dich lieber vorstellen, lieber L3D. Ja, ich bin L3D. Also wenn ich nicht auf der MCD gemeinsam mit euch auf einem großen Schiff unterwegs bin, findet man mich vielleicht beim Waffelnbacken oder sonst irgendwo im Chaos unterwegs. Chaos West TV zum Beispiel. Genau. Dann darf ich sogar mal anfangen. Wir haben erstmal was zur Geschichte der Gummiente, beziehungsweise wie man von dem Mittelalter zu solchen süßen Geschöpfen gekommen sind. Angefangen hat das alles mit dem Herrn Goodyear. Man kennt das von dem berühmten Reifen, den er hergestellt hat. Der hat 1839 geschafft, Gummi herzustellen, also so wie wir das heutzutage kennen, und hat das auch 1844 ein Patent dafür bekommen, für genau genommen vulkanisiertes Gummi. Das war so das Einstieg. Man hat dann Gummi, vorher hatte man eher so Spielzeuge aus Holz und sonstiges. Dann wurden auch die ersten Gummispielzeuge gemacht, meistens Tiere allgemein, also unterschiedliche Tiere, sei es von Schildkröten über Löwen, sonstiges. Und es waren meistens harte, also noch nicht so weich wie heutzutage, wo man einfach so süß quietschen kann. Aber schon leicht formbare Figuren. Und dann kam ein großer Wandel, als 1940er Jahre der weiche Kunststoff kam, also so wie wir ihn hier kennen. Nicht so hart wie bei Outreifen, sondern schön weich. Und dann hat 1940 auch der Peter Garnier die erste Badeente verkauft, designt. Man sieht hier die Originalpatentzeichnung von 1947. Oh. Also die Patentzeichnung ist tatsächlich nur irgendwie 2 oder 3 Seiten lang gewesen und das ist dann halt so ein Drittel dieses Patentes. Es war damals wohl noch nicht so anspruchsvoll wie heute. Richtig. Man sieht so, sehr hat sich das Design noch nicht verändert von damals und es waren ungefähr 50 Millionen Exemplare davon verkauft. Also das Patent hat sich gelohnt und man sieht erstaunliche Ähnlichkeiten, aber heutzutage sind sie doch ein wenig noch, soll man sagen, weniger detailreich, sondern eher so ein bisschen leicht vereinfacht. So. Nee, passt schon. Für die Leute an den Ferngeräten, die im Stream zu gucken, interne Aufzeichnung und die Heraldin bedient unsere Folien-Slides, also machen wir ein bisschen PowerPoint-Karaoke für euch. Bekannt wurde dann die Quietscheentchen durch die berühmte Sesamstraße, sowohl im US-amerikanischen Format als auch im deutschen Format. Da hat die liebe Ernie, wer von Ernie und Bert das kennt, ein Lied gesungen und das wollen wir uns mal abspielen, weil es halt eben sehr klassisch die Badeende. Wer das jetzt hinterher in der Aufzeichnung nicht sehen wird, das Video, man kann sich unter dem Link, der in den Folien angezeigt ist, das Video bei YouTube angucken. Es zeigt halt eben so das klassische deutsche Bild der 70er Jahre, wo das auch in der Sesamstraße in Deutschland auch abgespielt worden ist, im NDR. Und es zeigt so die Popularität und ich glaube, viele von uns haben eine Badeente zu Hause. Wer der Kinder hat, kennt das mit den Badeenten. Die hat man einfach, weil bei Kindern damit auch sehr gerne in der Badewanne spielen. Kombiniert wurde das Stück von Jeff Moses und es gab danach eine Remix-Version im Jahre 1995. Da war ich noch ganz klein und das hat sogar geschafft, den Platz 17 der deutschen Charts einzunehmen, der deutschen Single-Charts. Ein Remix auf diesem Ding. Was gerade, wenn man noch einmal kurz zurückgeht, haben wir noch so 2 Themen. Also eine Folie zurück.
Nee, mach mal eine Zurücktaste unten mit den Falltasten. Zweimal zurück die Falltaste. Wie man das kennt, man kennt das entweder aus der Kindheit, wo man mit in der Badewanne damit gespielt hat oder bei den Großeltern meistens sowas vorgefunden hat. Oder man sich heutzutage sowas zu Hause hinstellt, falls man Kinder zu Besuch bekommt. Viele sehen darin auch schon was nostalgisch, weil es heutzutage auch genug anderes Badespielzeug für Badewannen gibt. Die Plastikindustrie ist da sehr vielfältig, aber es ist halt eben nostalgisch und es gibt ja das in sehr vielen Variationen und auch eine gewisse Sammelleidenschaft steckt dahinter. Und man kann Spaß haben in der Badewanne mit, weil da das Wasser so schön rausspritzt und die schwimmen können und so weiter. Und weil wir hier eine IT-Veranstaltung sind, die Quietscheentje hat sogar das Programmieren, also hilft Programmierern durch das Rubber Duck Debugging, in dem es ist im Prinzip, wenn du es an so einer Gummiente, dir so eine Gummiente nimmst und dann versuchst, ihr das Problem zu erklären, wie der Code funktioniert, dann kommst du auch selbst auf die Lösung deines Problems. Weil wenn du versuchst, Dinge in einfache Worte zu verfassen, dann versteht das auch eine Gummiente. Also dann verstehst du selbst das Problem, wenn es eine Gummiente versteht, und meistens löst du es dann. So, noch zum Thema Verbreitung. Selbst ein bisschen hat es in die Sendung mit der Maus geschafft, mit der Gummiente. Also nicht nur die berühmte gelbe Ente von der Sendung mit der Maus, sondern auch da wird die Gummiente aufgenommen. Dazu gibt es auch einen Clip, den kann man sich aber hinterher zu Hause angucken. Nächste Folie. Das ist jetzt schon wieder mein Thema. L3D wird auch noch gleich was sagen, keine Sorge. Es gibt das in unterschiedlichen Designs. Wir haben hier ein paar Mal zusammengetragen. Das sind noch nicht alle, die hier sind. Angefangen von irgendwie einer klassischeren Badeente über eine Hacker-Badeente hier. Ich halte mal hier irgendwie neben mich in der Kamera. Also klassisch und der typische Nerd. Obwohl ich sehe gerade gar nicht so viele mit einem Hoodie. Oder auch hier als Ehrenamtler bei einem nicht näher genannten Organisation. Also es gibt das in verschiedenen Designs, zeigen auch meistens so Berufe und es gibt halt eben so klassische, wie gesagt, und halt eben auch themenbasierte und auch gerne firmenbasierte, aber da kommen wir gleich noch drauf zu. Und die Sachen werden gerne auch zu Marketingzwecken angewendet. Ich habe zum Beispiel hier, ohne Werbung zu machen, eins der Stadtwerke Düsseldorf, die hatten sie verteilt zu Marketingzwecken, aber da hatte ich diesen Vortrag schon eingereicht und der wurde schon genommen, deswegen habe ich mir dann noch einen abgeholt. Also die verkaufen auch oder verschenken große Firmen natürlich auch als Marketing, weil da kann man auch sehr schön. Ja. Jetzt du. Genau, die Enten, gerade in größerer Form, gehen in Amerika auch richtig steil. Da gibt es dann The Big Duck, so ein Event, das hat sich eine Firma drauf spezialisiert, die gigantische aufblasbare Enten vermietet. Die sind dann 61 Fuß hoch oder sowas, also es sind so 18 Meter oder drei Stockwerke. Und die kann man mieten, das Marketing spricht davon, dass man dann ein enormes Wirtschaftswachstum in der Region ankurbelt und so weiter und so fort. Und das führt dann auch meistens automatisch zu irgendwelchen größeren Volksfesten. Aber ja, kann man alles machen und mehr Enten sind dann bestimmt auch gut. Und die angeblendete Webseite dazu findet man dann Hilfen für das, zu dem Thema. So, wer also in Aufzeichnung wird das Video auch nicht in voller Länge abgespielt. Der Link ist aber verlinkt, da können sich Leute nochmals nachgucken, wenn sie es nochmal anschauen wollen oder jemandem zeigen wollen, das Video. Wie man sieht, ja auch die Amerikaner haben sehr viel Spaß. Wir hätten gerne hier eine Live-Demonstration von sowas gemacht, aber leider ist das nur Land in Sicht und kein Wasser in Sicht, um unsere Entchen auch hier schwimmen zu lassen. Genau. Die Enten sind nicht nur bekannt bei WG-Mitbewohnern und Komödianten, sondern auch in der Protestbewegung. Zum Beispiel gab es in Russland mal einen Drohnenpilot, der hat von einem Politiker irgendwie sein Herrenhaus gefilmt mit Ententeich, der es dann durch Steuermitteln bezahlt werden sollte. Und das hat sich dann wunderbar im Internet verbreitet. Es wurden jede Menge Memes mit Enten und dieser Geschichte fabriziert, was dann zu einem riesigen Aufstand und Protest dort geführt hat. Ähnlich hat sich das Ganze auch in
Belgrad zugetragen. Da wurde dann dieser Spruch Enough paying the ducks sehr populär. Und pay the ducks bedeutet dann halt sowas in der Art wie für die Fehltritte anderer Leute zu bezahlen. Und damit haben es die Quietscheentchen auch in die Protestbewegung geschafft. Genauso auch in Thailand, da hat die Jugendbewegung vor allem große aufblasbare Enten mitgenommen auf ihre Protest und dann halt wunderbare Medienbilder geschaffen mit gigantischen aufblasbaren Enten gegen Wasserwerfern und so dann halt, ja, gute Bilder geschaffen. Und auch dieser Drei-Finger-Gruß da ist ein Zeichen der Protestbewegung geworden im Zusammenhang mit den Enten. Sowas müssen wir auch mal mehr in Deutschland wagen, einfach große Gummienten in den Weg stellen. Soll wohl gegen Wasserwerfer helfen und ist dann halt zwar ein riesiges Plastikding, aber kein Polizeischild und damit wahrscheinlich sogar zulässig. Genau, Herstellung der Gummienten, da habe ich mal ein Rezept mitgebracht. Und zwar, man nehme 400 Gramm flüssiges Plastik. Das Ganze packt man dann in einen rotierenden Ofen mit passender Entenform rein, backt das Ganze bei 150 Grad für 15 Minuten, dann säubern, bemalen, polieren und zack, fertig, man hat hier solche wunderhübschen Gummienten. Genau, wie schon vorher erzählt, das Ganze gab es ursprünglich aus vulkanisiertem Gummi, heute ist das Ganze aus PVC, also genau. Und vor allem auch beim Import in die EU wurden sehr viel strenge Hürden eingeführt. Schließlich sind Gummienten ja Kinderspielzeug. Das heißt, sie dürfen jede Menge Giftstoffe und Lackierungen nicht haben, die sie anscheinend anderswo sonst haben. Und der Lärmschutz ist natürlich auch ein großes Thema anscheinend. Deswegen haben diese ganzen Enten heutzutage keine Pfeife mehr drin, die das Quietschen verstärkt, sondern das Ganze ist auch limitiert, wie laut so eine Ente sein darf. Wir machen mal kurz den Test. Vergleichsweise leise. Ja. Dann habe ich noch etwas, wenn er es eben angesprochen, Dinge in der EU importieren. Es geht nicht um die Weichmacher, die im Plastik sind, die nicht unbedingt gesundheitsfördernd ist. In der Schweiz haben sie mal eine Studie darüber geführt und haben mal diese Badeenten aufgeschnitten nach mehreren Benutzungen. Und man hat da diverse Pilze, Bakterien und sonstiges, was darin keucht und fleucht gedeckt. Also solltet ihr Badeenten zu Hause habt, solltet und vielleicht nicht das beste Immunsystem der Welt haben, würde ich euch empfehlen, die auch regelmäßig auszuwechseln oder einfach nicht ins Wasser zu lassen. Solange die innen drin trocken bleiben, passiert nichts. Sobald die feucht werden, haben sie halt eben noch Studie herausgefunden, die haben da alles entdeckt, was man nicht haben möchte. Noch ein paar Anekdoten und Geschichten, weil wir sind ja hier irgendwo zwischen Seemannsgarn und der Wirklichkeit gelandet. Es gibt einen sehr schönen Containerunfall im Jahre 1992. Da ist ein Container von einem Schiff gefallen. Zum Container und Schiffen gibt es morgen auch noch einen schönen Vortrag, kann ich jedem nur empfehlen. Das war das Frachtschiff Everlow Rail, das war auch von Hongkong nach Tokahoma unterwegs, über den Ostpazifik. Das ist das, was ihr auf der Weltkarte nicht in der Mitte seht. Und da sind 28.800 Kunststofftiere vom Bord gegangen in einem Container. Was aber sehr gut war, weil heutzutage wird das für Strömungsanalysen, besonders wie Müll sich über die Meeresströmung verbreitet, genutzt, indem man beobachtet, wo diese Kunststofftiere, es waren nicht, zum Glück nicht nur Ente, sondern auch, nicht nur gelbe Enten, sondern auch grüne Frösche, blaue Schildkröten und rote Biber, ich weiß nicht, wer die Bestellung aufgegeben hat, die dann sich verbreitet hat. Und die werden bis heute noch gefunden an einzelnen Stränden. Die werden auch beobachtet, weil das zeigt halt eben, wo eine Strömung gerade hingeht, wie Müll sich verbreitet. Damit könnten wir vielleicht auch nochmal irgendwann das Klima retten. Und von Juli bis Dezember 2003, das ist jetzt schon ein Weilchen her, 21 Jahre, hat der US-Hersteller, für den der das in Auftrag gegeben hatte in China, das ist die First Years Inc., 100 US-Dollar Finderlohn ausgestellt für jeden, der so ein Gummientchen aus dieser besagten Ladung findet, beziehungsweise Kunststofftier.
Das war sehr lustig. Wie gesagt, zu Container gibt es morgen noch einen Vortrag. Es gibt den Robbie Duck Day in den USA am 13. Januar. Also falls ihr Anfang des Jahres nichts zu tun habt, könnt ihr den feiern. Es gibt einen jährlichen Wettschwimmen in der Themse in London, wo Kunststofftiere in die Themse entlassen werden. Und es gibt da irgendwie das Seemannsgarn. Da hatten wir dazu keine Quellen gefunden, die besser sind als Wikipedia, dass sie auch mal eine Challenge hatten, wo sie 500 beschriftete Quietscheentchen freigelassen haben und sie Nonnen versteckt haben. Und man konnte sie über eine Webseite sagen, dass man sie gefunden hat und irgendwo neu verstecken. Als lustiges Spiel, aber dazu habe ich leider keine Quellen gefunden. Also vielleicht auch nur Seemannsgarn. Das kann hier ja auch mal passieren. Dann das erste Mal, wo Quietscheentchen ein Teil der Musik geworden sind. Ich weiß, Nerds sind nicht ganz so die Musiker, war 1960, war der erste Komponist, war der John Cage, ich hoffe, ich spreche den Namen nicht falsch aus, und der hat das als Musikinstrument genutzt, also dieses Pfeifen einer Quietscheentchen in ein Stück reinbauen. Ich stelle mir dann das Orchester sehr schön vor, wenn da jemand ist mit einer Quietscheentchen, der in einem richtigen Moment die Quietscheentchen drücken muss. Bestimmt besser wie Triangel spielen. So, es gibt auch noch die Zugente. Damit ist jetzt nicht der Lufthansa Air Express gemeint, der früher auf den Schienen unterwegs war, der auch aussah wie eine Ente, sondern in Mainzer Karnevalsumzügen ist das Zugende eines jeden Rosenmontagszuges ist das Zugende mit einer Zugente dargestellt. Also es ist eine Ente als letzter Rosenmontagswagen. Dann, wie eben schon angesprochen, das wird gerne als Werbefigur eingesetzt, auch von sehr vielen großen Firmen. Man sieht hier in der Mitte eine magentafarbene, wem das Unternehmen gehört, ich werde keine Werbung machen. Und auch bei Wohltätigkeitsveranstaltungen wird das gerne mal verlost, versteigert mit Exklusiv-Edition und sonstiges, weil es hat einen riesen Sammlerwert. Noch ein lustiger Fakt, 2011 war im Guinness-Buch der Weltrekorde geführt, die größte Sammlung, wir haben ja nur unsere beiden Sammlungen hier zusammengefasst mit 2, 4, 6, 8, 10, 12 Enten, wurde mit 5.631 unterschiedlichen Enten gezählt, also unterschiedliche Quietscheentchen, und das war Charlotte Lee. Und noch ein lustiger Fakt, die Quietscheentchen sind in einem Museum ausgestellt worden, was sich darauf spezialisiert hat, die wichtigsten Spielzeuge zu demonstrieren, unter anderem neben Schach und anderen berühmten Spielen, weil es ein Zeichen für Innovation und Einzigartigkeit darstellt. Zusammengefasst kann man auch sagen, dieses Quietscheentchen ist jetzt über 100 Jahre alt. Man sieht das hier nicht an. Die meisten sehen noch relativ jung und fit aus, so wie das, was ich vor mir sehe, zum Glück. Dann weltweit zu Hause. Wir haben gesehen, es gibt in den USA die, es gibt die in Asien. Man findet sie überall, im Zweifelsfall beim Nachbarn im Bad. Und es ist generationenübergreifend, weil selbst ich fange jetzt an, sie zu sammeln. Ich bin noch relativ jung. Meine Nichte spielt damit und damit. Die nächsten Generationen werden auch noch was davon haben und sie werden auf jeden Fall was davon haben, weil die Dinger sind nicht biologisch abbaubar. Und noch das Wichtigste gerade zum Schluss gesagt, bevor wir jetzt in der Diskussion starten. Dieser Vortrag wurde generiert von einer nicht näher genannten KI, wo wir uns zusammengesetzt haben und uns überlegt haben, über welches Thema können wir schreiben und haben uns Inhalte ausgeben lassen. Wir haben aber bei allen Inhalten einen Faktencheck durchgeführt und auch noch einen zweiten. Wir haben sie zu 90% geändert, weil also es war alles schön kreativ und klang auch toll, aber es hat halt überhaupt nicht gestimmt. Also Faktencheck ist immer noch wichtig, aber trotzdem bedanken wir uns bei einer nicht näher genannten KI für den kreativen Input, den sie uns geliefert haben. Vielen Dank für diesen tollen Vortrag. Dann gibt's Fragen dazu. Sagt mir einfach Bescheid und ich komme im Mikro zu euch. Ihr müsst auch keine Fragen stellen, ihr könnt auch nur sagen, wie doof der Vortrag war, dass die Videos zu lang waren oder sonstiges. Aber da oben und da vorne. Gibt es schon einen Rekord im Quietscheentchen-Weitfliegen?
Keinen, von dem ich wüsste, aber ich traue den Amerikanern so alles zu. Sonst darfst du gerne einen aufstellen, wenn du möchtest. So, hallo, du sprachst von Backen von Quietscheentchen bei 150 Grad. Frage, wie weit eignet sich eigentlich C3 Wok-Equipment zum Erstellen entsprechender Teile? Naja, also das größte Problem daran ist, dass wir halt kein Back-Equipment haben für Plastikzubereitung und natürlich auch nichts, um da Plastik reinzugießen. Die Temperatur wäre jetzt kein Problem, die Zeit wird man bestimmt auch noch finden, aber die Einfüllform und die Bewegtheit von dem Backofen ist so ein bisschen problematisch. Ich kann dir aber empfehlen, das mit einem 3D-Drucker zu drucken. Der kann sowohl dann die Temperatur als auch im besten Fall die entsprechenden Materialien verarbeiten. Ich habe noch eine kleine Anekdote dazu. Auf einem Hacker-Hotel gab es, ich glaube, es war der Opening Talk, da wurden im Publikum vorher einige hundert Quietscheenten verteilt, was den Vortrag sehr lustig gestaltet hat anschließend. Sagen wir mal so. Also sehr guter Einwurf, dann würde ich sagen, machen wir das doch spontan einfach auch so. Wir haben da was vorbereitet. Leider ist der Vortragssaal nicht so voll, wie ich dachte, wie voll er wird. Ich habe nämlich mir rausgesucht, wie viele Sitzplätze dieser Talk hat und hoffe, dass es nicht so viele Stehreihen gibt. Ich kann sie jetzt verteilen, ihr könnt sie auch einfach nachher abholen. Nur bitte nicht hier im Gebäude hinterliegen lassen. Ich glaube, das gibt Ärger mit der Uni. Aber wir haben da was vorbereitet, weil es sind genug für alle da zum Mitnehmen, zum Verteilen. Aber bitte nicht irgendwo draußen aufsetzen wegen der Umwelt. Das ist immer noch dann Müll. Gibt es sonst noch Fragen? Also, ich weiß ja nicht, ob jemand mal in diesem draußen war in letzter Zeit und da mal so eine Ente gesehen hat, aber ich habe noch keine gelbe Ente im Real Life gesehen. Wisst ihr, warum Quietscheentchen ausgerechnet gelb sind von allen Farben, die es so gibt auf der Welt? Also ich habe das ein bisschen recherchiert, also ich habe das Patent durchgelesen. Es war wohl eine Designentscheidung, weil das der Realität am nächsten kommt. Aber da es ein US-Amerikaner quasi erfunden hat, wisst ihr, was die von Realität meinen. Vielleicht, wenn man so eine Ente gut durchpackt, ist sie auch gelb, goldgelb. Daran haben sie sich wohl orientiert. Aber wenn ihr die Sendung mit der Maus gesehen habt, ist da die Ente auch gelb, scheint so, dass Enten halt eben gelb sind. Wahrscheinlich korrespondiert das mit den eingeschmolzenen Gummistiefeln. Insofern die Anschlussfrage, kann denn diese Art der Autodidaktik als ausgereift angesehen werden? Ich habe zwar jetzt das halbe Wort nicht verstanden. Hast du es verstanden? Es klang mehr wie ein Kommentar, wie eine Frage, aber ja. Wir nehmen es zur Kenntnis und werden uns in Aufzeichnungen damit befassen und im Zweifelsfall noch Statements dazu abgeben, wenn wir uns die Aufzeichnung angucken. Gibt es noch eine Frage? Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann vielen Dank für diesen informativen Vortrag und noch viel Spaß bei der Veranstaltung.